Noch ein Tipp, damit es vielleicht auch morgens ein bisschen schneller geht oder dass man da nicht schon genervt ist. Fragevideo kann man mal wieder machen. Ja, habt ihr Fragen an uns dann? Oder lieber bei Instagram, oder? Beides. Geht auch beides. Wenn ihr Fragen an uns habt, hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Die Mama Friese, das sieht aus. Ich trage die Haare ja ungern zu, ne? Weiß nicht, ob ihr das schon wisst, aber ich mag das so gar nicht. Ja, Schatzi. Gianno ruft nach Mama. Die Sonne scheint hier so richtig schön. Was möchtest du? Du möchtest was essen? Was denn? Wusste ich. Wieso wusste ich das? Jeder will was Süßes essen. Ein bisschen was Süßes, was denn? Haribo oder was? Oder Kekse oder wie? Kinder wollen was Süßes, Carlitos. Kekse? Luisa hat mir das in die Hand gedrückt. Luisa! Aber nicht zu viel, ne? Eine Kleinigkeit, ne, Kinder? Und ich war hier am Aufräumen. Staubsauger steht noch da. Vom Action Hall noch. Hatte ich jetzt ausgepackt und den Raum hat drüben aufgeräumt. Das sah aus. Ich hätte euch zeigen müssen, wie es vorher ausgesehen hat. Jetzt mal kurz ein Einblick, wie es jetzt ausschaut. Da-da-da, mein kleiner Shop. Hier lag so viel drin. Man konnte nicht mal da an dem Regal dran. Das war nicht mehr normal. Ein Chaos. So, dann schauen wir mal, was die Kinder wollen. Hier ist was los. Durch die Kamera dann abstellen. Luisa. Boah, die Sonne scheint gerade so schön. Komme! Komm weg, Tatjana. Was ist das? Hier ist ein Haargummi. Davon müsstest du zwei haben. Sieht total schön. In Gold mit so einer Krone. Genau wie Ninas Ding. Luisa, was ist die denn da, dass sie so schmatzt? Die ist richtig so. Na komm, es reicht ja noch. Also, ja, das ist irgendwie Zwieback. Weiß nicht, irgendwie sieht sowieso Butterkekse, Zwieback und sowas, die ich auch sehr gerne essen. Das sind Maisstangen und hier diese. Luisa? Kinderriegel ab. Kinderriegel ab ein Jahr essen die Kinder auch. Also Luisa. Auch ältere essen das unfassbar gerne. Luisa. Und das ist dann deren Süßes. Ne? Aber auch Haribo ja. Und so, klar. Luisa Schiff, sie will nicht. Luisa weiß ganz genau, was sie möchte und was sie nicht möchte. Ja, was sie hat schon, die will nicht mehr. Hast du schon was? Komm mal her, mein Schatz. Guck mal, aber so ein Fruchtriegel hat sie noch nicht. Seht? Ja, oh mein Gott, Luisa möchte den essen. Wir machen den auf, setz dich mal. Aber nicht mehr gut, das ist jetzt komplett. Juckt es in meinem Ohr. Komm, mach auf. Nudeln willst du? Noch mehr Nudeln? Komm, kann man aufmachen. Das ist der ganz normale Alltag. Mama, Mama, Papa, ich will das, ich will dies. Das will ich doch nicht. Ich will noch mehr. Ne, du? Guck hier, ist gebrochen. Du. Das machst du. Das okay. Trinken? Hier. Guck mal, hier ist noch eine halbe. Sollen wir das wegmachen? Wegmachen? Oder mitnehmen? Wegmachen, okay. Was? Da reinmachen? Ach, du möchtest das gerne so essen. Moment. So, das hier wieder reinfädeln. Ja, warte. Wie die? Ah, dann ess erstmal das. Hier, Luisa, na, die. Runter? Willst du hier? Oh, mein Schuh. Carlitos, was machst du? Meine Brote hier. Mach das alles immer am Vortag, ne? Ich mach das ja immer im Kühlschrank. Oder nicht immer? Eigentlich fast immer, ne? Also fast für Gianno nicht. Nee, für Gianno morgens. Immer frisch, wollte ich sagen. Das mache ich immer morgens. Immer frisch. Aber für mich meistens am Vortag, damit ich nicht so viel Arbeit noch habe. Ja. Am Anfang habe ich das immer für den Gianno gemacht. Ich weiß ja, warum hast du das denn immer gemacht? Weil ich sowieso da immer schon im Bauch stehe und so. Keine
Keine Ahnung, weil du die Zeit hast. Romantik, eigentlich nicht. Der Carlos, der steht so spät auf und dann läuft der ganz schön und ciao. Ja. Komm gleich zu spät, komm gleich zu spät. Zu spät nicht, ich kann ja anfangen, weil ich will. Ja, ja. Ich weiß. Er fängt gerne früh an. Am liebsten vor 7, ne? Noch ja. Einchecken, ne? Wir wollten auch über ein bestimmtes Thema sprechen. Ja. Wie nennt man es? Zeit zum Zweit? Nee. Oder allgemein Zeit für sich? Ja. Oder Freizeit, ne? Mit vier Kindern oder was? Ja, ja, nicht nur mit vier Kindern, auch als wir, wollte sagen, nur drei Kinder hatten, wurde ich oft gefragt. Also auch unter Videos, aber auch zum Beispiel auch so direkt privat bei auf Instagram. Mhm. Ja, wie ich denn Freizeit finde. Und auch wirklich tatsächlich gefragt, direkt nach Tipps, ob ich Tipps für die habe, ne? Wie ich, wie man den Alltag erleichtern kann mit Kindern, damit man auch Zeit für sich selbst findet. Für sich das, oder mit für dem sich, Partner? Nein, ich, oder mit dem Partner, ja. Was ich weiß jetzt nicht, ne? Viele hatten Partner, viele eben nicht, die allein erziehende Mütter. Beides ja möglich dann. Ne? Genau, also es war auch eine Mama unter denen, eine alleinerziehende Mama, die hatte zwei Kinder, auch für Vigiano und Melina, also 2 Jahre Unterschied. 2 und 4, oder wie war das? Ich glaube 2 und 4. Und sie sagte, sie konnte noch nicht mal, die kann nicht alleine auf Toilette seit, keine Ahnung, 2 Jahren oder seit 4 Jahren. Kann sie nicht alleine auf Toilette, aufgrund, wenn sie auf Toilette geht, dann müsste sie ja die Kinder mitnehmen, weil wenn sie die Kinder dann alleine lassen würde, dann würden sie Unfug machen. Und da war eine andere Mama, die hat ihr den Tipp gegeben, wenn sie doch einen Laufstall hat, dann soll sie die Kinder da reinmachen. Oh Mann. So, und sie hat. Ja, und sie hat. Ja, nee, da würde ich nicht auf die Idee kommen. Ja, aber wenn sie auf Toilette muss. Und die 2 Kinder schreien dann da drin, das ist ja wie wegsperren. Ja. Hallo, ihr bleibt jetzt im Kinderzimmer. Ich kann ja denen das geben, natürlich nicht einfach so. Ja, wenn das ein Kind ist, was mit sich selbst beschäftigen kann und da eigentlich sehr gerne sitzt, okay. Aber sie hat ganz klar gesagt, nein, sie mag es nicht. Ja, aber irgendwie schlafen die doch mal oder so. Muss man doch irgendwie hinbekommen. Ja, oder? Deswegen ja auch dieses Video. Tipps und Tricks und wie wir das so machen. Immerhin haben wir 4 und die sind ja auch alle unter 7, ne? Also 7 und drunter. Und das ist nicht einfach. Ich weiß nicht, wie ihr euch das da draußen vorstellt, weil ihr mal sagt, oh Mary, das sieht immer so, ja, die sind immer so gelassen und geduldig und ja, sind wir, aber es ist nicht einfach und vor allem, ja, sehr chaotisch und vor allem dann, wenn einer mal krank wird, sei es einer von uns oder eben mal die Kinder, wie jetzt die Lu, die hat jetzt ne, Probleme mit den Zähnen, die hinteren Zähnen kommen und die ist so anhänglich und meckert viel und beißt die ganzen Schnuller derzeit kaputt, möchte ständig was im Mund haben. Wir haben echt schon vieles versucht, ne, so Beißringe und so, nimmt sie gar nicht an. Was sie annimmt, ist halt den Schnuller und da tut sie auch gerne dann drauf kauen. Ja, aber es ist halt scheiße, ist, dann schläft man automatisch weniger, ne? Ja, man ist dann... Man schläft selber auch weniger. Ja, wir selber, man ist dann vielleicht auch gereizt. Dann mag man vielleicht auch nicht mit dem Partner unbedingt. Also bei mir ist es nicht so, aber ich meine jetzt bei anderen Müttern, was ich so erlebt habe, dass sie noch keine Lust auf einen Partner haben, weil die so einen gestressten Alltag haben. Dann kommt der Mann nach Hause und will vielleicht kuscheln und so, ne, und mehr. Und die Frau möchte das nicht, weil der Alltag ja so nicht so toll war, ne? Ja, Schatz. Sind wieder da. Louis hat übrigens jetzt auch Hunger. Schnell, kommt Traum. Sie hat immer Hunger. Ne? Tag und Nacht. Nee. Nach dem Essen, vor dem Essen, jeder Mahlzeit. Also Louis kannst du, da muss man echt aufpassen. Aber natürlich darf man ihr nicht alles in die Hand geben. Ja, ich kann euch gerne erzählen, wie ich das so mache. So ein paar Sachen. So ein paar Tipps für euch, ob das dann für euch hilfreich ist oder nicht, das müsst ihr für euch selbst herausfinden. Was ich euch auf jeden Fall mitgeben kann, ist zum Beispiel, dass ich tagsüber versuche, so viel zu schaffen, dass es am Abend nicht allzu viel wird oder nicht zu viel hängen bleibt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mit den Kindern bastel, wir räumen hinterher direkt alles weg. Wenn ich mit Luisa was mache, direkt hinterher aufräumen. Klar, dann gibt es da jetzt noch ein Dario,
Das meine ich ja. Es ist nicht immer möglich. Es bleibt auch immer ein bisschen was liegen. Es gibt tatsächlich auch Tage, wo der Carlos von der Arbeit kommt und sagt, Frau, wie sieht es hier aus? Ne? Und wo ich ihm dann sage, hör mal, ich habe so viel getan und gemacht und trotzdem sieht es so aus. Ne? Und ja, dann finden wir irgendwo dann eine Zeit, wo wir beide ein paar Handgriffe machen und dann sieht es wieder gut aus. Wir haben ja auch ein Haus, das muss ja auch sauber gemacht werden. Egal ob Haus oder eine Wohnung, ne? Egal was ihr da habt, aber man muss ja Ordnung machen, man muss auf, man möchte ein schönes Zuhause haben und den Kindern, die Kinder alles sauber haben. Das ist auch dann nochmal eine Sache, ne? Wie macht man das? Am besten macht man sich einen Plan. Oder noch besser, ein Familienplaner für die ganze Woche. Da gibt es solche Tafeln, diese gibt es auch so einen Blog, ne, wo man dann aufschreiben kann, an diesen Tagen waschen tun wir jeden Tag die Kinder, tun wir die Kinder baden, an dem Tag gehe ich einkaufen, an dem Tag mache ich das und das mit den Kindern. Wäre vielleicht auch nicht so verkehrt, ne? Wir haben schon so ein, Tagesablauf oder auch ne, so die ganze Woche. Ich plane zum Beispiel auch oft einen Tag vorher, was mache ich morgen mit den Kindern? Wie beschäftige ich mit den Kindern? Manchmal drucke ich was aus zum Basteln, zum Malen, weil sie halt unfassbar gerne malen und basteln. Aber manchmal spielen wir auch einfach nur was, weißt du? Das ist dann ja auch wichtig und damit erleichtert man sich wirklich was. Noch ein Tipp. Damit es vielleicht auch morgens ein bisschen schneller geht oder dass man da nicht schon genervt ist, legt für die Kinder die Kleidung raus am Vortag. Meine Kinder zum Beispiel sind unnormal wählerisch. Wenn die Mama was rauslegen würde, oh mein Gott, Mama, was ist das denn? Das ziehe ich heute nicht an, das ziehe ich, will ich morgen anziehen oder das will ich dann und dann anziehen. Bei Melina kriege ich das oft zu hören, wenn wir es mal nicht gemacht haben, weil auch da, wir versuchen es immer, aber ja, es kommt mal vor, dass es mal liegen bleibt, weißt du? Das meine ich. Und das mache ich dann abends mit den Kindern zusammen. So, jetzt suchen wir die Klamotten für morgen raus. Was möchtest du anziehen? Und mittlerweile machen die das sogar alleine. Da brauche ich noch nicht mal helfen. Manchmal kommen sie und sagen, Mama, ist das gut für morgen? Wird morgen warm, wird morgen kalt? So, ne? Aber sonst machen die das mittlerweile alleine. Ja, das sind solche Sachen, die ich euch mitgeben kann. Hast du noch einen Tipp? Dass man mehr Zeit, Mehr Zeit für den Partner. Ja, wenn man tagsüber viel schafft, dann hat man auch zusammen Zeit. Auch aufbauen, wenn der Partner da ist. Ja, dass der Partner, genau, das ist Voraussetzung, dass der Partner mithilft. Ich weiß, ich habe oft gelesen, ja, hätte ich mal so einen Carlos wie du, dann hätte man ja auch mehr Zeit für sich und so weiter. Ne? Hey, Luisa. Ich weiß, also gibt es Männer, die machen halt nichts oder vor allem die Männer, die halt arbeiten gehen und die Frauen, die Hausfrau sind, dann macht ja eigentlich die Frau alles und der Mann nicht, wobei ich finde, was Kinder betrifft, sollte der Mann ja doch dann unterstützen, weil ne, mit Kindern spielen, mit Kindern Zeit verbringen, mit Kindern basteln und so weiter. Guck, ist es hier ruhig, das sind die Zähne, tut weh, ne? Es tut weh. Vorgestern habe ich ihr noch so einen Beißring in den Kühlschrank gestellt, ne? Damit das so ein bisschen kühlt. Aber irgendwie, ich gucke auch jeden Tag in den Mund, ob die Zähne jetzt komplett raus sind. Die sind noch nicht komplett draußen. Und boah, so wie das aussieht, ne? Auch so leicht entzündet. Ein Wunder, dass sie überhaupt kein Fieber hat. Und ja, oder bist du müde? Bist du müde? Und, oh, was ist, Luisa? Jetzt ist Zeit für Mama und Papa, okay? Luisa, guck. Ja, hast du noch nie gehört. Das hat sie noch nie von uns gehört. Luisa. Wo waren wir denn stehen geblieben? Ach so, Zeit für sich, ne? Sich oder für den Partner. Ja, wichtig ist halt auch, dass man die Kinder zeitig auch hinlegt, ne, dass sie einen vernünftigen Schlafrhythmus haben. Ne? Jeden Tag dass sie nicht gleich. Irgendwie bis 11 Uhr abends oder Mitternacht oder so wach sind. Ne? Weil sonst kannst du natürlich keine Da muss man Zeit. Auch überlegen, wie macht man das? Ne? Also Kinder gehen schlafen. Ich glaube, das funktioniert bei keinem Kind. Bei uns gibt es immer Hörspiel, eine Geschichte, irgendwas, was wir vorher machen. Und wo sie wissen, okay, Zähne geputzt, jetzt geht's ins Bett und da bleibe ich. Ja. Wenn ich nicht schlafen kann, bleibe ich trotzdem liegen.
aber es wird nicht mehr aufgestanden und meistens schlafen sie recht schnell. Genau. Melina, die dreht sich aber um. Immer, ne? Also so 8.30 Uhr in der Regel schlafen die. Gianno, aber hinlegen tun wir die ja schon um 7:30 Uhr. Ja, genau. Was eigentlich für Gianno dann ja doch zu spät ist, aber das ist zum Beispiel eine Sache, da kannst du machen und ja, tun. Aber der ist so, fit, der ist morgens fit und das ist so. Dass ja, so 9 schläft er mal. Ich war auch so, daher, ja. Der ist ja auch ein bisschen älter, ne, muss man auch sagen. Ja, aber 8:30 Uhr ist schon... Ja, ist okay. 9 Uhr finde ich okay. Genau, halt, dass sie früh schlafen. Oder einen normalen Schlafrhythmus, dass man halt weiß, wann man dann auch Zeit hat für sich. Und es muss ja nicht immer klappen, ja, aber ne, dass man das manchmal klappt es halt nicht, aber selten, ne? Also eigentlich klappt es ja immer so ein bisschen. Dann ist es halt mal mehr, mal weniger. Ja, ne? Aber ich will das Gefühl jetzt den Müttern nicht geben, dass sie denken, ja, Mary, was läuft denn bei mir dann falsch? Bei mir klappt es nie. Ja. Ja, das ist es, das, was ich euch sagen möchte. Kinder, ne? Man weiß es nicht. Ne, man muss einen Ablauf haben, was vorlesen, irgendwas, was die Kinder gerne mögen, dass man denen was Gutes tut, sage ich mal. Mhm. Und dann ist aber auch Schluss. Ja, so klappt es bei uns. Das heißt nicht, dass es bei allen ja, so klappt. Ja, die Mütter jeder müssen herausfinden. Ne? Genau. Nicht alle Kinder sind gleich. Jeder muss herausfinden für sich. Wenn ich sage, Melina, du gehst jetzt in dein Bett, dann hältst du den und geht. Ne? So. Ja. Klappt natürlich nicht bei jedem Kind. Ne, Luisa kann es auch schon mal nicht sagen. Luisa lässt nicht einfach mal, ne? Ja, mit der geht man meistens ein bisschen rum. Zeit genau. Bis zu zweit. Ja, in der Regel dann... Dass man auch selbst was plant. Ja. Dass man ein Date hat. Genau. Also eigentlich jeden Tag machen wir was zusammen. Also abends. Mhm. Entweder was gucken oder irgendwie einfach Zeit zusammen verbringen, ne? Mhm. Aber was zusammen reden oder so, ne? Trinken. Genau. Reden, trinken, Serien schauen. Genau. Ja. Das machen wir eigentlich jeden Tag. Oder wie heute, der Carlos hat heute was geplant, zum Beispiel. Ja. Wir wollten zusammen duschen. Genau. Und wenn das sind das halt nicht, so Sachen, die, da muss man mal gucken, ne? Weil das genau, ist schon das wollte ich sagen. Das ist auch ganz wichtig. Es ist gut und schön, dass man zusammen was plant und unternehmen möchte in dem Fall. Aber... dass man keine Erwartungen halt nicht, hat. Ja? Ich sag ja immer zu euch, keine Erwartungen, keine Enttäuschungen. Also es ist total wichtig. Es ist schön zu sagen, ja komm, wir machen heute Abend so und so, wenn es klappt. Und wenn nicht, nicht traurig sein, dann machen wir es morgen, dann verschieben wir es. Ja. Wir finden schon ne, einen Weg dazu. Aber es kann halt schon mal sein, dass es eben nicht funktioniert und dann darf man nicht sauer werden und schon gar nicht auf den Partner, weil man sagt, oh, hättest du mal mehr mitgeholfen bei den Kindern, hätte es geklappt. Mag gut möglich sein, aber es ist keine Lösung und das macht dann auch keinen Spaß für beide Seiten nicht. Ja. Die ist im Kühlschrank. Im Kühlschrank. Ja, komm weg, gleich tatsächlich im Kühlschrank Fischer, und nicht mehr am Kühlschrank. Fischer. Komm, Fischerporte, Lisa. Das heißt, mach zu. Du. Hört sie. Ja. Ja. Dann schauen wir mal, ob es heute klappt. Gehen wir mal gucken, was die Kleine macht. Die Lu? Ja. Dann. Geh du doch mal gucken. Das ist die Kleine. Mach Spaß, ich geh schon. Zeit haben. Zeit ist ganz wichtig und die soll man richtig nutzen. Schließlich mache ich auch jeden Tag ein YouTube-Video, was ja nicht auch so einfach ist. Also es sind meistens dann nur zwischen 10 und 20 Minuten, aber die Zeit muss man sich dann auch erstmal nehmen. Bearbeiten, ne? Bearbeiten, ja, das kommt auch dazu. Bearbeiten, hochladen, beschriften, Beschreibung muss rein, eventuell noch ein paar Links. Weißt du, was ich meine? Und das jeden Tag und nicht zu vergessen, ich habe noch einen zweiten Kanal. Aber es ist mein Hobby und darin möchte ich meine Freizeit investieren. Hey Lu, komm. Ja, mach das einfach unfassbar gerne, auch das Häkeln und so. So, die Lu, die habe ich jetzt tatsächlich schon im Kühlschrank. Komm, Schatzi. Upp. Komm, Luisa. Und so, komm, einmal auf Seite. Ja, ich wollte an dieser Stelle das Video beenden. Wenn ihr noch irgendwas für uns habt, Fragen oder sonst was, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wie bitte? Ein Fragevideo kann man mal wieder machen. Ja, habt ihr Fragen an uns dann? Oder lieber bei Instagram, oder? Beides. Geht auch beides. Wenn ihr Fragen an uns habt, egal was es ist, schreibt mir in die Kommentare, dann sammle ich hier auf YouTube sowie auf meine Instagram. Haare sind schon lang. Deine Haare sind lang und meine Haare sehen bescheuert aus. Du bringst mich aus meinem Konzept. Schreib mir in die Kommentare und wir sehen uns morgen um 10 Uhr wieder. Tschüss.